Ich habe mir gerade Porridge gemacht und jetzt mache ich mir noch meinen Muntermacher. Und zwar einfach einen Tropfen Grapefruit hier rein. Zack! Los geht's! Hallo! dieses Grapefruit-Ding, also dass ich mir so einen Tropfen ätherisches Öl Grapefruit ins Wasser mache, mache ich jetzt seit ein paar Wochen. Das ist so ein Muntermacher, funktioniert richtig, richtig gut. Und Grapefruit ist auch gut für den Stoffwechsel. Der wird dadurch angeregt und wirkt auch gegen Heißhungerattacken. Und weil ich den gerade in der Hand hatte, weil ich den benutzt habe, in meiner Mascara ist auch ein Tropfen Grapefruitöl drin zur Pflege der Wimpern und macht auch den Mascara irgendwie schön, dass man gut mit ihm arbeiten kann. So, ich gucke mir gerade auf Netflix den Film, wie auch immer, an. Von der Stadium Tour Reputation von Taylor Swift ist sehr, sehr gut gemacht. Und wollte in diesem Rahmen zwei Serienempfehlungen aussprechen, die ich jetzt auf Netflix letztens gesehen habe. Das eine ist Sex Education, habe ich an meinem letzten kinderfreien Wochenende geguckt. Sehr, 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 sehr gut. Und jetzt an diesem kinderfreien Wochenende habe ich geguckt Baby. Sex Education hatte, glaube ich, 8 Folgen und Baby 6 Folgen und beide kann ich sehr empfehlen. Ich freue mich, wenn es dann Ende Februar endlich mit den Shadowhunters weitergeht. Aktuell gucke ich ja immer Donnerstagabend auf Six the 100 weiter. Und montags kommen ja auch die neuen Folgen von Big Bang Theory, aber gefällt mir bisher jetzt nicht so gut. Naja, wir packen jetzt mal zusammen ein sehr, sehr großes Paket aus. Ich hoffe, das, was da drin ist, ist so gut, wie ich mir das erhoffe. Und dann möchte ich euch noch gerne zeigen, was ich gerade aktuell lese. So, was ich gelesen habe, zuerst war dieses Buch hier von Madame Moneypenny, von der lieben Natascha, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Sehr, sehr gutes Buch, sehr empfehlenswert. Dazu werde ich aber noch mal ein extra Video machen. Und jetzt aktuell lese ich gerade das hier aus dem Kösel Verlag von Nicola Schmidt, Geschwister als Team, Ideen für eine starke Familie. Habe ich aber erst angefangen, aber bin ich sehr gespannt. Wisst ihr, wie ätzend das war, dieses riesige Paket hier in meine Wohnung hochzuschleppen? Das war so, so kacke. Ich musste das nämlich im Paketshop abholen, weil ich nicht da war. So, wir packen das jetzt aber mal aus. Und zwar ist das eine E-Reading-Lampe. Ich bin schon sehr gespannt. Wir packen die jetzt erstmal aus, würde ich sagen. Genau, gedacht ist die nämlich für meinen Schreibtisch, weil es dort mit der Beleuchtung echt suboptimal ist, vor allen Dingen, wenn ich da abends arbeite. Und ich wollte halt was, was wirklich den kompletten Schreibtisch beleuchtet. Weil so die einzelnen Lampen, da hast du dann entweder, siehst du den Bildschirm nicht richtig oder nicht alles von der Tastatur oder. Und gerade wenn ich dann abends noch irgendwelche Live-Sessions habe, dann muss das Licht einfach gut sein, damit man mich über die Webcam gut sehen kann. Und bei dieser Lampe hat man halt einen unglaublich weiten Radius, das sieht man hier auch nochmal ganz gut, der einfach beleuchtet wird. Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Die kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut gepolstert. Und das hier werde ich auf jeden Fall aufheben. Da haben die Kinder dann morgen sehr, sehr viel Spaß damit zu spielen und zu basteln. So, und hier ist es. Das ist der Ständer. Hier kann man sich dann halt auch sehr, sehr schön einstellen. Ich würde sagen, ich baue die mal auf. Alleine dieser Standfuß, oh, der ist so mega, 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 mega schwer. Alter. Oh, krass. Also ich bin ja echt kein Held, wenn es darum geht, irgendwie Sachen zusammenzubauen oder so. Aber das ist echt für Dummies. Es ist ein mega, mega langes Stromkabel dabei. Das ist richtig, 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 richtig gut und wichtig in meinem Fall. So, dann haben wir hier diesen mega krassen Fuß. Dann kann man das überall einstellen, so wie man das gerne hätte. Also man kann das hier drehen, dann hat man hier oben die Lampe. Die kann man sich dann halt auch nochmal da so hindrehen, wie man das gerne hätte. Sehr gut, gefällt mir schon mal sehr, 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 sehr gut. Und eigentlich nur der Fuß Platz weg. Und das ganze Gedöns ist halt relativ schmal und kann man sich dann halt so einstellen, dass es mit dem Computerbildschirm und so dann alles schön passt.
So, hier seht ihr das auch nochmal ganz gut. Ne? Also kann man ein bisschen so hochstellen. Kann man auch so drehen. Könnte ich, muss ich auch mal ausprobieren, ob das vielleicht sogar beim Videodrehen manchmal eine ganz gute Idee wäre. Muss ich mal sehen. Und dann kann man die halt auch so klein machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel was bastel und halt gutes Licht brauche, kann ich mir die halt auch nehmen und mir das dann so runterstellen. Finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Coole Idee eigentlich. So, ich und mein Eukalyptus-Menthol-Bonbon laufe jetzt zu meiner Mama und zu meinen Großeltern. Dort bin ich heute nämlich Mittagessen. Und da laufe ich hin und habe damit mein Auto wieder mal ein ganzes Wochenende nicht bewegt. Und werde dort jetzt schön Mittagessen und dann noch ein bisschen bleiben. Genau, draußen. Es ist ganz nett. Also wir haben sogar, man sieht sogar ein bisschen was vom Himmel. Ist nicht nur alles grau. Es nieselt aber, glaube ich, auch. Aber dafür gibt es ja einen Schirm. Mal gucken. Hauptsache raus, Hauptsache ein bisschen spazieren. Das tut mir gerade jetzt, wo ich so krank bin, auch sehr, 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 sehr gut. Aber natürlich auch allgemein versuche ich das ja mehr in meinen Alltag einzubauen, spazieren zu gehen. Und deswegen laufe ich jetzt mal los. Übrigens mit auf den Ohren der einer neuen Podcast-Folge von Madame Moneypenny. So, ich bin hier wieder zu Hause und ich war ja vorhin hier mit meinem Lampendings noch nicht fertig. Also, die steht jetzt hier. Jetzt wollte ich euch noch ein bisschen was zeigen. Hier macht man die halt an und aus. Achtung. Zack. Und zack. Dann hat man hier noch so ein Rädchen. Ach nee, ich kann euch hier hinten noch was zeigen. Und zwar, wenn man das hier ein paar Sekunden gedrückt hält, geht jetzt der augenschonende Modus an. Finde ich auch super spannend. Und dann kann man hier an diesem Rädchen noch ein bisschen drehen. Kann man so die Lichtfarbe ändern und die Intensität. So finde ich auch ganz cool. Genau, also mega Teil. Mega, mega Teil. Hier seht ihr mal so die Beleuchtung, die ist richtig, richtig gut. Ich habe gerade kein anderes Licht an. Die Kamera macht kein Licht. Hier oben ist alles aus. Es ist wirklich gerade nur das Licht von dieser Lampe. Das ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Richtig, richtig cool. Es geht, es ist einigermaßen platzschonend. Es ist halt echt ein Megafuß, der ist mega schwer. Aber hier ist sie mir halt überhaupt nicht im Weg. Das ist okay. Kann ich wahrscheinlich hier auch noch mein Gedöns hier so mit dran und so. Ach, perfekt. So, weil mein Schreibtisch ist ja nicht besonders groß, weil ich so einen großen Bildschirm habe. Genau, sehr, 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 sehr cool. Also für alle, für die das eventuell interessant sein könnte, verlinke ich die Lampe mal unten in der Infobox. Ich bin echt schwer begeistert, muss ich sagen. So, ich sitze jetzt hier, gucke mir dann nebenbei weiter das Konzert an, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Bereite mich noch ein bisschen vor, weil ich nachher noch die letzte Gruppencoaching-Session für Januar habe. Und dann startet ja auch gleich wieder das neue Gruppencoaching im Februar. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Jedenfalls, das muss ich dann für nachher noch ein bisschen vorbereiten. Und ich habe gerade wieder ein paar Duftproben fertig gemacht, die ich euch eigentlich rausschicke. Also wenn ihr euch für verschiedene ätherische Öle oder so interessiert, könnt ihr mir immer gerne schreiben. Das schicke ich euch immer sehr, sehr gerne. Und das habe ich auch gerade noch fertig gemacht. Ansonsten ging es mir vorhin gerade richtig, richtig schlecht. Mir tat das hier so extrem weh, also die Nasennebenhöhlen, und ich hatte mega Kopfschmerzen. Und dann habe ich, wen wundert's, eine Meditation gemacht, so zum Selbstheilungskräfte aktivieren, einfach sich so entspannen. Und es hat, oh, es tat so gut. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch die jetzt noch unten in der Infobox. Das tat echt richtig, richtig gut. Kopfschmerzen sind weg, ich habe wieder mehr Energie, ich fühle mich nicht mehr so. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ich ja dann noch das Coaching halte. Und ansonsten ist heute Sonntag und das bedeutet Dancing on Ice. Ich mag das so gerne. Ich bin Team Timur mit meiner Schwester zusammen, obwohl ich Sarah auch sehr, 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 sehr gut finde. Und gucke das quasi vor dem Coaching, schaue ich noch ein bisschen, und dann nach dem Coaching natürlich. Vince guckt das auch super gerne mit. Der findet das auch super, super spannend und super schön. Und da freue ich mich schon drauf, dass ich das dann nachher noch gucken kann. Und ansonsten gibt es auch, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen. Das war halt ein normal Sonntag, wenn die Kinder nicht da sind. Schreibt doch mal, welche Art von Vlogs ihr euch wünschen würdet. Oder ob die Vlogs, wie sie gerade kommen, auch okay sind. Schreibt mir das immer gerne, weil wir erschaffen diesen Kanal hier so zusammen. Übrigens, die Fans sind so süß. Und aber auch das, was sie selbst sagt, da kamen mir manchmal so die Tränen. Wirklich, wirklich richtig, richtig toll.
Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, meine Süßen. Wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.